Hallo und willkommen zurück hier zu Stranded Deep mit einem weiteren Guide hier bei mir auf dem Kanal. Ich will mich heute der kleinen Trophäe, das nennt sich industrielles Design, widmen und daher seht ihr hier auch schon einiges an Wellblechen, denn wir müssen 10 Möbelstücke, die findet ihr hier im Herstellen-Menü, aus Wellblech bauen. Das ist einmal eben das Wellblechregal oder auch der Tisch, den ihr hier bauen könnt. Wichtig dafür, ihr braucht in eurem Inventar einen Hammer und ihr braucht ein wenig Wellblech. Ein kleiner Trick dazu, ihr verbraucht relativ viel Wellblech, wenn ihr hier erstens natürlich immer die Tische baut, also tatsächlich deutlich billiger, genau halb so viel kosten die Wellblechregale. Und es ist auch eine Möglichkeit, hier eben die Dinge zu bauen und dann wieder einzuhauen, denn dann kriegt ihr tatsächlich immer wieder ein wenig zurück. Das klappt nicht immer und manchmal kriegt man auch gar nichts mehr oder nur die Hälfte, aber ihr könnt auf diese Weise hier deutlich mehr Wellblech sparen, als wenn ihr das jedes Mal wieder aufs Neue 10-mal hier hinstellt. Das heißt, zerstört die Dinge einfach wieder, macht das 10-mal und dann solltet ihr deutlich weniger Wellblech verbrauchen, als wenn ihr wirklich alle 10 physisch baut. Relativ einfache Trophäe, selbst erklären, das geht eben mit den Regalen und auch dem Tisch. Und dann sollte diese Trophäe, das nennt sich industrielles Design, auch für euch droppen. Ich hoffe, das hilft euch. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da für den Kanal. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin und tschüss.